den Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Armee für palästinensische Terroranschläge gehört auch, dass die Häuser mutmaßlicher Drahtzieher und Mittäter gesprengt werden. Jüngst in einer dunklen Nacht zu einem Sonntag im Oktober zerstörten die israelischen Sicherheitskräfte im Gazastreifen zwei Hochhäuser, schräg gegenüber einer schwer bewachten jüdischen Siedlung. Die Kreuzung von Netzarim ist ein symbolhafter und von Tragik beladener Ort. Hier waren zum Auftakt der zweiten Intifada Israelis und Palästinenser aneinander geraten und es gab Tote. Seitdem hat der Platz sein Gesicht verändert, doch die Wunden sind geblieben. An dieser Kreuzung haben der Israeli David und der Palästinenser Fahmi ihr Leben verloren. Bis heute tragen beide Familien schwer an diesem Verlust. Ihre Geschichte erzählt der nun folgende Film. Er zeigt auf erschreckende Weise, wie sehr sich die beiden Völker durch die blutigen Terrorakte innerlich zerstören und voneinander entfernen. Eine unscheinbare Kreuzung im Gazastreifen trennt die israelische Siedlung Netzarim von dem palästinensischen Flüchtlingslager Nusayrat. Infolge des Osloer Abkommens wurde Gaza der Palästinenserbehörde unterstellt. Im September 2000, als die zweite Intifada ausbrach, verwandelte sich die Kreuzung samt dem dortigen israelischen Militärstützpunkt in einen Kampfschauplatz. Nur diese Ruinen zeugen noch von dem 9 Tage langen Kampf. Der Zorn tausender Palästinenser richtete sich gegen diesen befestigten israelischen Außenposten. Mehr als 1000 Menschen lebten einmal rund um diese Kreuzung. Palästinenser und Israelis verloren hier ihr Leben. Von einigen erzählt dieser Film. Ich kannte David aus Jerusalem. Wir dienten 11 Monate in derselben Einheit, bis er getötet wurde. Von der Grundausbildung über den Sprengmittelkurs bis zum Dienst in Netzarim. Zwei Wochen vor seinem Tod machte ich in Netzarim diese Videoaufnahmen. Ich hatte meine Kamera mitgebracht und filmte die ganze Zeit. Er war dabei der Star, stand im Mittelpunkt. Er hatte so ein stilles Charisma. Nie wurde er laut. Wenn er sprach, hörten ihm alle zu. Er war eben ein prima Kerl. Baga baga balam. Shlomi und ich kehren zum ersten Mal nach Netzarim zurück. Ein halbes Jahr nach unserer Entlassung aus dem Militärdienst. 2,5 Jahre nach Davids Tod. Seltsames Gefühl. Erst letzte Nacht wurden an der Kreuzung 4 Terroristen getötet. Was für ein Zeitpunkt, hierher zurückzukehren. Was für Erinnerungen hier hochkommen. Unsere Einheit hatte die Aufgabe, die Siedler von Netzarim auf ihrem Weg zur Schule und zur Arbeit zu begleiten. 7 Minuten dauerte eine Fahrt. Die Siedler sollten ein normales Leben führen können. Wobei man es kaum normal nennen kann, sich nicht mehr ohne Militäreskorte bewegen zu können. Wo ist der Pilot?
Das Attentat, wo war das? Das ist auf David. Hier nicht, das war weiter weg. Wart ihr seitdem einmal hier? Nein, ich erkenne hier nichts wieder. Die Armee hat hier alles zerstört. Hier standen noch weiße Häuser, ein ganzes Viertel. Hier standen weiße Häuser. Haben die das ganze Viertel platt gemacht? Jetzt ist hier alles kahl. Früher standen hier zu beiden Seiten überall Häuser, Obstgärten, Orangenhaine. Wer zum ersten Mal zur Kreuzung von Netzarim kommt, sieht hier nur Sand und Dreck. Alles wurde zerstört. Nichts deutet mir auf das hin, was sich hier abgespielt hat. Haben Sie ihn auch nach seinem Tod noch stets vor Augen? Ich habe ihn immer vor Augen, auf Schritt und Tritt. Ich habe ihn versorgt, ihm Kleidung gekauft. Er bekam von mir alles, was er brauchte. 2 Wochen bevor er zum Märtyrer wurde, wollte er sich neue Sachen kaufen. Ich erlaubte es ihm. Zwei Wochen später, als er zum Märtyrer wurde, trug er diese Sachen. Er stand morgens auf, duschte und betete. Er bat seine Schwester, Fernsehen zu schauen, da er sich aufmachte, ein Märtyrer zu werden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Vor diesem Ereignis sagte ich zu meiner Mutter, ich wollte, du würdest einmal die Mutter eines Märtyrers sein. Im Spaß sagte ich könnte ja nach Netzarim gehen und als Märtyrerin sterben. Da lachte sie und sagte, geh nur und wenn es mit dem Tod nicht klappt, komm wieder heim zu mir. Es war Gottes Wille, dass ein paar Tage später mein Bruder als Märtyrer starb. Möge Gott sich meiner Mutter erbarmen. Das ist Davids Zimmer. Es ist noch so, wie er es hinterlassen hat. Einmal die Woche bezieht Hannah das Bett neu. Wir werden das Zimmer wohl so lassen. Man weiß ja nie. Aber wir werden es kaum übers Herz bringen, hier etwas zu verändern. Meine Großmutter starb, als David 3 oder 4 Jahre alt war. Er stellte die angstvollen Fragen eines kleinen Jungen, der zum ersten Mal vom Tod erfährt.
Er lief weinend zu seiner Mutter und sagte, er habe Angst zu sterben und wolle nicht in die Armee gehen. Ich setzte ihn an meine Seite und sagte, hör mal David, bis du groß bist, wird es keine Kriege mehr geben. Vielleicht nicht einmal mehr eine Armee. Ich weiß es noch ganz genau. Glaubten Sie daran? Aus tiefstem Herzen. Ich sagte es nicht bloß, um ihn zu beruhigen. Ich glaubte wirklich daran. Ich kann mir selbst nicht erklären, warum wir uns zu einer Kampfeinheit gemeldet haben. Nicht, dass ich ein Waffennah wäre, aber schon als Kind sieht man all diese Bilder und man weiß genau, dass man einmal zur Kampftruppe gehen wird, weil die Freunde das auch alle wollen. Man bekommt es zu Hause nicht direkt eingetrichtert, aber es wird schon von einem erwartet, dass man alles gibt. Man lauscht begierig den Storys der Älteren, die schon bei der Kampftruppe waren. Geschichten über die Kameradschaft, die interessanten Tätigkeiten, die Anerkennung. Als Schüler habt ihr Antikriegsvideos gedreht. Es gab damals einen Friedensprozess. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr zur Kampftruppe gegangen seid. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Politische Verhandlungen beeinflussen nicht die Entscheidung, ob man zu einer Kampfeinheit geht oder nicht. Solange eine Kampftruppe gebraucht wird, ist die Politik für einen nebensächlich. Das war einen Monat nach Davids Einberufung, Elternbesuchstag. Seid ihr alle hingegangen? Ja, meine Eltern und ich. Anfangs war ich oft voller Zorn. Zorn über das, was geschehen war. Zorn darüber, wie David getötet wurde. Sein Tod war sinnlos. Ich war wütend auf unsere Familie, weil meine Eltern ihn dazu erzogen hatten, diesen Weg einzuschlagen. Wie sehen Sie es heute? Schwer zu sagen. Man kann heute nicht sagen, was man getan hätte, wenn man die Wahl gehabt hätte. Natürlich wissen alle Eltern, dass ihr Kind vielleicht nicht zurückkehrt, wenn es zu diesem Teil der Armee geht. Doch heute würden wir alles dafür geben, dass David zurückkommen könnte. Und wenn es nur für eine Stunde wäre, dass ich noch einmal mit ihm reden könnte. Der Weg, den er einschlug, schien uns ganz selbstverständlich. Wir respektierten und akzeptierten das. Wir haben ihn wohl auch darin bestärkt. Wir wurden aus dem Dorf Jebna in Palästina vertrieben und kamen hierher nach Gaza. Ich war damals 40 Tage alt. Als wir größer wurden, erzählten uns unsere Eltern und Großeltern von Jebna. Erzählten Sie Fahmi all die Geschichten, mit denen Sie groß wurden? Ja, wir saßen immer so zusammen wie jetzt und hörten uns die Geschichten aus der alten Heimat an.
Das machte uns viel Freude. Damals in Jebna, was hattet ihr da alles? Was es da gab? Sag ihnen alles. Alles gab es. Orangenhaine, einfach alles. Wo liegt Jebna? Das ist ein Ortsplan von Jebna. Den haben wir behalten, weil wir die Häuser nie vergessen werden. Niemals. Wer könnte je das Haus vergessen, in dem er gewohnt hat? Der Großvater dieser Kinder wohnte dort. Ist dort das Haus von Abu Amune? Ja, hier steht es, Abdallah Abu Amune. Und so wusste Fahmi über alles Bescheid? Ja, alle erfahren es. Schon die kleinen Kinder wollen wissen, wo die Häuser unserer Familie standen. Wo stand das Haus, in dem unser Opa in Jebna gewohnt hat, fragen sie. Sie wollen auch wissen, warum man uns Flüchtlinge nennt, warum die UN für uns zuständig ist und nicht die palästinensische Regierung. Wir wurden vertrieben, wir wollen wieder zurückkehren und unseren eigenen Staat haben. Weshalb ist Fahmi zum Märtyrer geworden? Für seine Heimat, für sein Dorf Jebna. Von Generation zu Generation vererben wir unser Leid weiter. Wir leiden schon seit mehr als 100 Jahren. Herr Jamil, starb Fahmi an jenem Tag im Kampf Nusserats gegen die Siedler oder starb er für Jebna? Wir betrachten Nusserat, Gaza und ganz Palästina als unsere Heimat. Von Nakura im Norden bis Rafa im Süden, vom Meer bis zum Jordan. Das alles ist Palästina. Wir werden kein Sandkorn seiner Erde preisgeben. Wir werden niemals akzeptieren, dass auch nur ein Teil davon besetzt bleibt. Für uns ist die Besiedlung des Landes Israel eine Pflicht. Über unsere Verbundenheit zu diesem Land bestimmen nicht die Vereinten Nationen, sondern die Bibel. Die Siedlungen im Herzen des Gaza-Streifens, inmitten der arabischen Bevölkerungszentren, sind nach wie vor von enormer Bedeutung. Gaza-Stadt liegt nördlich von uns. Im Süden liegt das Flüchtlingslager Nusserat. Dort im nördlichen Viertel von Nusserat leben die Beamten der Palästinenser Polizei. Wir versuchen hier zu überleben, für den Fortbestand dieser Siedlung, die von der Regierung unter der Premierministerin Golda Meir gegründet wurde. Sie erkannte, wie wichtig es war, hier zu siedeln und auch zu bleiben. So viele Panzer. Wie erklärst du diesen Widerspruch? Du und David, ihr identifiziertet euch kaum ideologisch mit dieser Siedlung. Trotzdem weigertet ihr euch nicht, hier Dienst zu tun. Wir waren uns untereinander stets einig. Auch diejenigen von uns, die es eigentlich nicht richtig fanden, dass wir hier waren. Wir hatten als Kampftruppe für den Schutz der Siedler zu sorgen. Das stand außer Frage. Wir saßen alle beisammen und ich filmte. David ist der mit der Zigarette. Ich fragte ihn, was wir dort machten. David hat hier sein Leben verloren.
Die Ironie des Schicksals ist, dass ausgerechnet er fand, dass die Siedler dort nicht hingehörten. Er sagte immer, was soll ich hier? Warum müssen die Siedler unbedingt hier sein? Doch er zweifelte nie an seiner Aufgabe, denn er war in der Armee und wenn seine Einheit die Siedler zu beschützen hatte, dann war das eben so. Wie denkst du jetzt über deine Dienstzeit, nachdem du die Armee verlassen hast? Das war der Wahnsinn. Diese Typen da kapieren noch nicht, was für ein Wahnsinn das ist. Sie werden es aber bald kapieren. Ich habe es damals auch noch nicht kapiert. Diese Siedlung ist ohne jeden Sinn. Tut mir leid, dass ich mich politisch äußern muss, aber ich kann nicht anders. Für diese Siedlung gibt es keinen Grund. Auch diese Typen sind hier ohne Grund. Fami und ich verbrachten unsere Kindheit zusammen. Wir gingen gemeinsam unseren Lebensweg. Wir waren Klassenkameraden, die ganze Schulzeit hindurch. Wir waren unzertrennlich. Viele Möglichkeiten zu spielen hattet ihr wohl nicht? Es gab die Obstgärten, den Strand, das ausgetrocknete Flussbett. Dort konnten wir Dampf ablassen. Aber wenn es eine Ausgangssperre gab, konnten wir hier nicht weg. Da hatten wir Angst und blieben hier. Unsere Generation wuchs während der ersten Intifada auf, so um 1985. Da waren wir 11 Jahre alt. Wir gingen nicht mehr zur Schule. Wir versäumten viele Schultage. Wir hatten keine ordentliche Schulausbildung. In einem Monat hatten wir nur 10 Tage Schule. Die restlichen 20 Tage hatten wir Ausgangssperre. Gab es Zusammenstöße? Ja, täglich gab es Zusammenstöße, ungeplant und unorganisiert. Jeden Tag. Wir warfen Steine. Das war ein Volksaufstand. Es wurden Steine geworfen und die Soldaten schossen zurück. Fami warf immer grüne Orangen. Die waren nämlich steinhart. Wenn man einem jungen Mann das Dorf Jebna wie einen Traum verklärt, und wenn man ihm auch den Himmel traumhaft schön schildert, während die Gegenwart unerträglich ist, wird die Realität dann nicht noch unerträglicher? Ja, wenn man sich an die Vergangenheit erinnert, denkt man nur an all das Leid. Wir bauen darauf, dass die Zukunft besser wird. Es wird aber erst dann besser, wenn diese Besatzung ein Ende hat. Wenn man sich die Vergangenheit unserer Väter und Großväter betrachtet, sie war voller Elend, wie die Gegenwart. Wir hoffen, dass die Zukunft besser wird. Muhammad Abu Ataya,
David wurde während der Euphorie von Oslo eingezogen. Es war die Rede von einem Friedensvertrag mit Palästina. Wir glaubten schon, es ginge nur noch darum, welche Fahne über dem Tempelberg wehen sollte. Etwa die israelische Fahne? Es hieß, das sei alles, was noch auszuhandeln wäre. Über den Rest wäre man sich einig. Wir waren euphorisch, weil wir dachten, es gäbe einen Friedensvertrag. Auch David sagte, bei der Armee sei keine Action, alles langweilig. Zwar gäbe es bewaffnete Eskorten, aber keine Gefechte. Zu unserem Unglück begannen dann die Gefechte und David war das erste Opfer. Dem Tod begegnet man bei der Kampftruppe mit schwarzem Humor. Wir hockten in unserer Kaserne und ich filmte ihn. David tat so, als bekäme er einen Anruf von Gott. Hallo. Hallo. Zwei Wochen später wurde er getötet. Ich habe es bis heute nicht begriffen. Es war 8.15 Uhr. Wir hatten eine Einsatzbesprechung. David und ich sollten die Siedler von der Grenze nach Netzarim begleiten. Wir fuhren im Konvoi. Ein Jeep vorne weg, ein Jeep hinten. Ich erreichte die Siedlung mit dem Konvoi gegen 9:30 Uhr. Plötzlich explodierte nahe der Kreuzung von Netzarim am Straßenrand ein Sprengsatz mit einer großen Stichflamme. Etwa 50 Meter von hier wurde David Biri getötet. Es gab eine Explosion. David stieg aus dem Jeep. Es war seine Pflicht nachzusehen, ob jemand verletzt war. Er war für die Sicherheit der Siedler verantwortlich. Ich sah einen Siedler benommen herumirren. Ich packte ihn und setzte ihn in meinen Jeep. Als ich gerade in den Jeep einsteigen wollte, hörte ich eine zweite Explosion. Gegen Mitternacht klopfte es an der Tür. Ich fragte, wer da sei. Sie sagten, wir sind von der Armee. Wir öffneten und es hieß, David sei schwer verwundet. Ich wagte nicht zu fragen, wie schwer. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es im Gefecht passiert war. Denn es war damals eine ruhige Zeit. Wann starb David? Er lebte noch, als wir gingen. Wir verabschiedeten uns von ihm. Er starb später. Sie mussten die Apparate abschalten, an denen er hing. Sie konnten nichts mehr für ihn tun. Wir nahmen Abschied von ihm. Dann schalteten sie die Apparate ab und es war vorbei. Thank you.
Die Bombe ging am Mittwochabend hoch und am Freitagmorgen besuchte Ariel Sharon den Tempelberg. Die ganze Welt glaubt, die Lage habe sich seit Sharons Besuch verschlechtert. Für uns in Davids Einheit begann es aber mit Davids Tod. Wir waren zwei Tage zur Trauer zu Hause, als wir zurückbeordert wurden. Wir wussten von dem großen Schlamassel an der Kreuzung. Es gab Demonstrationen und Schießereien. Die Straße war blockiert und wir wurden in Hubschraubern hintransportiert. Uns war klar, dass es dort ernst wurde. Konnten Sie als Mutter ihm nicht verbieten, bei den Unruhen mitzumachen? Junge Männer machen doch sowieso, was sie wollen. So ein großer Kerl sagt vielleicht, dass er nicht hingeht, aber dann ist er mit seinen Freunden auf einmal doch an der Kreuzung. Ich wusste nicht, dass er bei den Unruhen mitmachte. Hier stand es vor der Armee. Dort standen die beiden Apartmenthochhäuser. Aus heiterem Himmel tauchten Hunderte auf und bewarfen den Posten mit Steinen. Es müssen Tausende gewesen sein. So etwas hatte es noch nie gegeben. Nicht in diesem Ausmaß. Das Geräusch der Steine, die auf das Dach prasselten, machte uns Wahnsinn. Warum filmten Sie an jenem Tag und wo waren Sie? Ich war zu Hause auf dem Balkon. Die Geschehnisse hatten am frühen Morgen begonnen.
Ich holte meine Kamera und filmte. In diesem Stockwerk wohnten wir. Wir zogen fort. Alle hatten Kinder. Meine Familie war wohl die kleinste von allen. Manche hatten 8 Kinder. Viele von ihnen waren traumatisiert. In vielen Familien gab es schon am ersten Tag der schweren Gefechte Nervenzusammenbrüche. Warum wohnten Sie in diesem Haus in der Nähe von Nezarim? Wir hatten dort eine Wohnung gefunden. Da ist doch nichts dabei. Wussten Sie nicht, dass es dort gefährlich war? Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es derart gefährlich wird. Es gefiel uns sehr gut dort. Es war eine neue Wohnung mit neuen Möbeln und Tapeten. Für uns eine Traumwohnung. Die Wohnung bedeutete uns sehr viel. Ich setzte mich hin und dachte, es würde wie üblich nach ein paar Stunden aufhören. Plötzlich brachen junge Männer die Eingangstür des Hauses auf. Frauen und Kinder versuchten sie am Hereinkommen zu hindern. Aber sie schrien, mein Vater ist ein Märtyrer, mein Bruder ist ein Märtyrer, auch mein Cousin. Gegen den Fanatismus dieser jungen Männer konnten wir nichts ausrichten. Wenn er ihnen gesagt hätte, dass er sich an den Unruhen beteiligt, ich wäre ihm nachgelaufen und hätte ihn zurückgeholt. Hätte ich gewollt, dass mein einziger Sohn stirbt? Außer ihm und Gott hatte ich niemanden. Doch gegen Gottes Willen kann ich nichts machen. Dort standen zwei Häuser. Ich sah auf dem Dach junge Kerle und so ging ich hinauf. Wir hatten nur Steine dabei, mit denen bewarfen wir den Militärposten. Es gab zwei Schwachstellen. Die Hochhäuser und die Fabrik überragten den Stützpunkt. Wir waren mittendrin, in 360 Grad Umkreis, vielleicht mit Ausnahme eines kleinen Bereichs bei der Siedlung Nezarim, wurde auf uns geschossen. Endlich, am dritten Tag, nach langem Bitten, genehmigte die Armee die Entsendung eines Hubschraubers, der die zwei Hochhäuser beschießen sollte. Nach etwa anderthalb Stunden kamen zwei Maschinen. Sie eröffneten das Feuer. Fahmi wurde am Kopf getroffen. Jugendliche trugen den Leichnam fort, dem das Gehirn fehlte. Der Schädel war nur noch eine leere Hülle. Wir blieben mit zwei Hirnteilen zurück.
Wir gingen die Treppe hinunter und schrien. Es war eine verwirrende, entsetzliche Situation. Ich kann es nicht in Worte fassen. Der Mann, der das Gehirn in den Händen hielt, wurde durch den Schock ohnmächtig. Das brutale Vorgehen der Israelis hat unser Leben und unsere Moralvorstellungen erschüttert. Nie hätte ein Palästinenser damals derart wahllos auf einen Siedler oder Soldaten geschossen. Was ich heute befürchte, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass als Reaktion auf diese Brutalität der Israelis die Gefühle der Palästinenser abstumpfen. Als ich zurückkam, sagte man mir, er sei als Märtyrer gestorben. Viele Leute hatten sich versammelt. Die Frauen setzten mich in eine Ecke, wo ich Fahmi neben mir auf dem Boden liegen sah. Sein Gesicht erstrahlte in einem goldenen Licht. Ich sagte, das ist Fahmi, gepriesen sei der Prophet. Als meine Mutter sich an mir festhielt, sagte ich zu ihr, sorge dich nicht, ich bin noch bei Verstand. Doch ich sah mit eigenen Augen, gepriesen sei der Prophet, wie Fahmi langsam in den Himmel aufstieg. Sein Gesicht strahlte. Er lächelte, als würde er in den Himmel auffahren. Wer ihn ansah, sah den Glanz in seinem Gesicht. Ich ging an jenem Abend wie üblich zur Arbeit, machte meinen Job, aber der Schmerz blieb. Am dritten Tag ging ich an den Schauplatz zurück, um mich noch einmal an alles zu erinnern. Es kam mir damals so unwirklich vor, wie ein Albtraum. In den ersten Tagen nach seinem Tod kamen alle zu uns. Seine Freunde kamen und gingen, setzten sich in Davids Zimmer, setzten sich mit meinen Eltern zusammen. Das Haus war voller Menschen. Irgendwann wurden die Besuche seltener. Aber Elad war immer da.
Elad war ein enger Freund Davids. Er hatte seinen Bruder Amir Hirschenson bei einem Selbstmordattentat in Beit Lit verloren. Ich wusste, dass sie gute Freunde waren. Ich wusste, dass David Elad mochte und immer voller Stolz von ihm sprach. Diese Szenen stammen von einer Reise, die sie 5 Monate vor Davids Tod zusammen machten. Erst die Armee trennte sie. Bis zur Armee hatten sie alles zusammen gemacht. Am 28. September 2000 wurde David Biri getötet. Er war der erste israelische Soldat, der während der Intifada starb. Elad rief mich an und ich hörte seinen schmerzerfüllten Schrei, Vater, ein Schrei, der durch Mark und Bein ging. Mein Junge hatte bereits einen schweren Verlust erlitten und verlor nun auch noch seinen besten Freund, der für ihn wie ein Bruder war. Nach 3 Wochen ertrug er es nicht mehr. Er hinterließ einen Brief, in dem stand, dass er den Schmerz nicht mehr aushielt, dass er in allem keinen Sinn mehr sah und nahm sich das Leben. Ich gehe über den Friedhof auf dem Herzlberg und sehe die vielen Grabreihen, die immer länger werden. Und ich sehe eine leere Stelle und denke, welcher arme Kerl weiß noch nicht, dass hier schon ein Platz für ihn frei ist. Noch ist er unter uns, seine Familie hat Freude an ihm, aber er hat schon einen Platz hier. Ich hätte nie gedacht, dass der Tod mich aufs Neue heimsucht. Das war ein schwerer Schlag. Ich fühlte mich schuldig, weil Davids Tod Elads Tod nach sich gezogen hat. Diese Geschichte zeigt diese Absurdität, der man nicht entrinnen kann. Ein Teufelskreis von Attentaten und Gegenschlägen im Kampf um umstrittenes Land. Ganze Familien werden zerstört. Wie geht es dir? Hier hat Fahmi immer gesessen.
Zum Glück hast du einen Bruder im Himmel, der über dich wacht. Ich wollte, ich könnte selbst eine Märtyrerin werden und ihm nachfolgen. Wenn es einen Märtyrer in der Familie gibt, leidet doch die ganze Familie. Aber er ist ein Märtyrer. Es ist in Ordnung, dass wir deswegen leiden. Für uns lebt er noch. Wir haben ihn verloren, aber Allah liebt ihn und hat ihn zu sich geholt. Es war Gottes Urteil. Es ist unser Los, dass wir einen Märtyrer in der Familie haben. Es war seine Bestimmung. Hättet ihr nicht lieber, dass er noch lebt? Er lebt doch. Im Koran steht, sorgt euch nicht um jene, die auf Allahs Weg starben. Sie wohnen bei Allah, sie sind glückselig. Fami lebt weiter. Diese Art von Feierlichkeiten sollen uns doch nur einlullen, uns etwas vormachen. Die Menschen sehen, welche Ehre den Soldaten erwiesen wird und schicken ihre Kinder in die Armee. Und dort werden unsere Söhne zu Mördern gemacht. Als sei dies ein wichtiger Akt, etwas Heldenhaftes. Dabei gibt es auch eine andere Lösung. Länder, die sich lange bekriegt haben, können sich miteinander versöhnen. So etwas gibt es. Am Tod eines Kindes ist nichts Heldenhaftes, daran ist nichts ehrenhaft. Am Ende stehst du allein mit deiner Trauer, dem Schmerz, dem Kummer und nichts kann dich trösten. Nichts kann den Tod eines Kindes rechtfertigen, nicht einmal die Ehrenbezeugung des Landes, nichts. Ich würde lieber in Uganda leben, wenn dies das Leben meines Sohnes hätte retten können. Die nationale Bewegung und all das ist mir vollkommen egal. Ich würde alles geben, um nur noch einmal Amir und Elad in meine Arme schließen zu können. Wir sind Menschen mit einem Gewissen, aber die Israelis haben keins. Aber auch bei ihnen sterben Kinder und junge Männer. Was weiß ich? Es sterben doch auch junge Israelis. Überall sterben Kinder. So wie wir sterben, sterben auch Israelis. Was ist die Lösung? Fragen Sie Sharon. Ich weiß keine Lösung. Wir wollen Frieden und Sicherheit. Bestimmt wollen die Israelis das Gleiche. Aber wenn es so weitergeht, kostet das Menschenleben. Es werden keine jungen Männer mehr übrig sein. In diesem Land sollte es verboten werden, Kinder großzuziehen. Das so.
Die Politiker sind verantwortungslos. Bei uns wie bei den Palästinensern. Es ist an den Politikern, diesen Konflikt zu beenden. Doch diese Politiker sehen nicht, was ihren Völkern antun. Jeder glaubt, auf seine Weise gewinnen zu können. Und wir sollen so lange einander abschlachten. Sie wären in der Lage, den Konflikt zu beenden, haben aber nicht den Mut dazu. Wie unterbinden wir Angriffe? Wir halten die Leute von der Straße fern. Wir vernichten die Felder. Die Eigentümer der Felder sind aber nicht die Leute, die uns angegriffen haben. Geschossen wird aus den Häusern in der Nähe der Felder. Also zerstört man auch die Häuser. Und der, dessen Haus zerstört wurde, beginnt dich zu hassen und greift dich an. Ein Teufelskreis, der nur Hass und Schrecken erzeugt. Als wir nach Netzarim kamen, war es dort schön. Als wir weggingen, war dort nichts mehr. Thank you.